So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. So, wir haben jetzt den Auftrag, La Plaga zu töten. Und, ja, ziemlich interessant. Weil Esvenor hat El Mujo eine Chance gegeben, für sein Versagen Buße zu tun, indem er La Plaga tötet. Aber El Mujo bringt das nicht über sich, seinen Bruder zu ermorden. Was ja auch eigentlich klar ist oder normal sein sollte. Stattdessen plant er nun, sich aus dem Land zu stehlen und La Plaga mitzunehmen. Töten Sie La Plaga, bevor er entkommt. La Plaga will mit seinem großen Bruder aus dem Land fliehen. Das dürfen wir nicht zulassen. Schalten Sie La Plaga aus, bevor er entkommt. So, naja, okay. Dann müssen wir mal schauen, wo ein Hubschrauber ist. Da ist ein Flugzeug, aber das ist nicht so interessant. Da wäre eine Kings-Datei. Ja. Sollen wir da nochmal kurz zurückgehen? Ich weiß auch nicht. Ja, gehen wir mal kurz dahin. Vielleicht ist da ein Hubschrauber. Ich hoffe. Oh, nee, falsche Seite. Entschuldigung. So. Aber ich glaube nicht, dass da ein Hubschrauber ist. Den hätten wir, glaube ich, schon gesehen. Auf der Map. Ein Laster ist da. Hui. Holzlager von Kurilos. Wow. Kann ich da durchschießen? Könnte ich, oder? Ja, geil. Okay, das finde ich gut. Ja, also hier gibt es viele, viele Autos, aber leider, leider kein Hubschrauber. Hi. Was echt komisch. Ich muss mal dahin. Was echt komisch ist, weil hier gibt es ja überall Hubschrauber. So, der Nachruf auf Ruth Barrow, Gemahlin von General Juan Barrow und Mutter von Erin Barrow. Sie starb 2016 im Alter von 61 Jahren nach langer Krankheit. Okay. Wunderbar. Das ist ja. Wo ist ein Gegner? Wo ist ein Gegner? Achso, da hinten. So. Dann haben wir uns noch. Glaube, die Luft ist rein. Den wir da. Lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Können wir? Warte mal. Los geht's. Ich komm gleich nach. Okay, wie geil ist das denn? Alles gut, fahr los. Okay, dann fangen wir mal mit dem Schaufelbagger zur nächsten Mission. Okay, wie geil ist das denn? Ah, schön. Wow. Der Bagger fährt halt schneller als das Auto hier. Das ist mal was Neues. Wenn es wirklich so wäre, dann gäbe es auf dem Land keine Stau. Ciao. Wir sind in disguise. Wir sind Bauern, Bauarbeiter. Das ist der Wirtschaftssimulator gerade. Ah, schön. Aber das gefällt mir, dass man das machen kann.
Aber leider kann ich ja mit der Schaufel nichts machen. Aber ja. Warte mal. Ich muss kurz mal was schauen. Ich tippe mal kurz aus. Okay, alles klar. Gut. Entschuldigung. Weil ich streame ja jetzt auch. Und da muss ich das, das Video immer auf, oh. Das ist gerade nicht so. Ach komm. Als ob so ein Bagger das nicht schaffen würde. Genau, weil ich streame hier und da muss ich. Ach komm! Ja, und da muss ich ja immer die Aufnahme auf 720p umstellen. Und da muss ich ja jetzt immer dran denken, das bei den Let's Plays umzustellen, also auf 1080p. Oh. Sag bitte, dass ich da durchkomme. Danke. Ey, komm schon, du schaffst es. Also. So. Und, ja, anscheinend habe ich es auf HD umgestellt. Das ist gut. Ah, da ist ein Helikopter. Willst du mal schneller fahren hier? Ich bin mal gespannt, ob die mich erkennen. Okay, sie erkennen mich nicht. Gut! Das ist super. Das ist sehr gut. So, oh, wir müssen da hoch. Natürlich da, wo gerade der kleine Van hoch ist. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Lebt die? Oh, die schläft nur. Verdammt. Naja, so eine Bergstraße ist auch ziemlich blöd für so einen Träger. So. Dann bin ich mal gespannt, was. Die gehen auch immer mitten auf der Straße. Die Autos sind hier so langsam, dass ich sie mit dem Laster überholen kann. Was für ein Mut. Ah, hier sind wir. Hier sind wir ein paar Mal gestorben, ne? Ich mach mal einen Gefallen. Und. Entschuldigung. So. Ah, da oben. Okay. Ah, okay. Hier gibt's zwar. Das war klar. Hier gibt's zwar einen Helikopter, aber der ist ein bisschen gut bewacht. Naja, mal schauen, ob wir unauffällig. Ich meine, jetzt haben wir an der Seite auch eine Tarnvorrichtung angebracht. Ist auch so angebracht. Also. Ja, die sind eigentlich so langsam. Tudu. Ach, hier ist ein Fels. Okay, er rutscht. Vielleicht dreht er sich um. Nee, natürlich nicht. Gut. Sind ja nur noch 1,5 Kilometer. Das machen wir zu Fuß. Hm.
Aber hey, das war gerade ein kurzer Ausblick, Einblick auf auf den Wirtschaftssimulator. Ach komm. Nee, das ist gerade seine. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Wo? Wo, 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 wo? Ups. Entschuldigung. Da musste ich gerade gleich sneaken. So, hier ist nur 30. Wow. Cool. Wir gehen mal kurz schwimmen. Ich weiß, da drüben ist ein Boot, aber ich meine, wenn man schwimmen kann, dann kann man schwimmen. Ah, wie tiefgründig. Vor allem ein kleines Bad. Ein bisschen waschen. Das tut den ganzen, glaube ich, ganz gut. Vor allem meinen drei Jungs da hinten. Die müssen mal echt duschen. Sorry. So. Ich bin mal echt gespannt, wie krass das Ganze dann bewacht sein wird. Also ein bisschen bewacht sein sollte es ja schon. Eine Waldprovinz, die von einem Waldbrand heimgesucht wurde. Aha. Zum Glück ist es ein bisschen neblig, dann werden sie uns nicht ganz so easy sehen. Wann scherzt, die werden uns. Gesellschaft, bleibt wachsam. Die werden uns natürlich easy sehen. So. Gut, alles klar bei uns. Ja, schön. Dann komm mal in die Nähe. Wow, die werden beinahe von einem Auto überfahren worden. Wurden. Also da ist schon mal Unidad. Feindaktivität. Achtung, Soldaten. Ich sehe niemanden. Beim Nahrungscontainer. Wow, die haben jetzt drei von, glaube ich, fünf oder vier. Von fünf, glaube ich, aufgedeckt. Ja. Weil wir gehen ja querfeldein. So. Boah, das muss halt so anstrengend sein, hier die ganze Zeit hoch zu klettern. Durch die fette Natur. Boah, ich war vorgestern im Wald. Sauber, und alles sauber. Und dachte nichts Böses, bin ein bisschen querfeld eingegangen und dann hatte ich am Fußansatz, also da wo die Strümpfe dann aufhören, hatte ich dann ohne Scheiß drei Zecken. Alle mal stehen bleiben, es okay. Sind Gegner in der Nähe. Ist ein Sicario, ja, neben der Drohne fliegt. Das war so nervig. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich hasse Zecken. Und das macht drei. Feind gesichtet. Die Karre ist alarmgesichert. Natürlich mit einer tollen Tante. Das macht fünf. So, da ist ein schöner Sniperplatz. Also hier im Haus gibt es noch viele. Aber ich sehe sie nicht. Ah, da ist einer, da ist einer. Aber ganz ehrlich, wenn es solche leisen Drohnen geben würde,
Dann würde ich mir gerne eine kaufen. Aber die sind so laut. Neulich war ich im Urlaub. Also ist jetzt auch schon wieder 3 Monate. Also vor der Corona-Krise war das. Da war dann am Strand war dann einer mit einer Drohne und wir hatten ein Haus so 500 Meter vom Strand entfernt und man hat die halt überall hin gehört, diese blöde Drohne. Das war echt. Da ist sein Haus. La Plaga will abhauen. Wenn wir ihn jetzt umlegen, müssen wir nicht nochmal ran. Macht schnell, aber überstürzt nichts. Genau. Das war halt richtig, richtig nervig. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Wir gehen mal von hinten rein. Kann ich von da hoch? Warte, ich schaue nochmal, ob ich da hinten im Haus noch was sehen kann. Marco mit einer scheiß Minigun. Dort, in der Hacienda. Hey, Language. Die hören die Drohne. Ja, wundert mich nicht. Ja, na gut. Also, da drin ist noch irgendwo, ich glaube, 2 oder 3. Und da drüben sind noch 2, die ich nicht gefunden habe. Ich sehe einen Narco mit einer MP. Wo hast du sie? Dort, in der Hacienda. Wie hast du den gesehen? Nein. Da kann ich nicht rein. Ich könnte ja auch eigentlich das Fenster zerstören. Ich kann von hinten nicht rein, ne? Da ein bisschen dämlich. Also ich habe es gerade noch nicht versucht. Ah, hier kann ich rein. Okay. Von der anderen Seite war es ein bisschen höher. Ja, mach ein Selfie. Oh. Okay, das ist ein beschissener Platz. Gut, sorry. Da wo ich vorhin war, da war es schon, glaube ich, am besten. Ach, okay. Das Blöde ist halt, wenn die alle so auf dem Haufen liegen. Wenn ich den erschieße, sieht der das? Da ist gerade noch einer, den markiere ich kurz. Ah ne, das war die Frau, oder? Nee, das war doch nicht die Frau. Das war die Frau. Hi. Wie gehe ich am besten vor? Ah, da ist eine Tür. Da war gerade eine Tür.
Okay. Und wo ist er jetzt hin? Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Die gehen jetzt beide. Der geht jetzt auch hoch. Jetzt geht er wieder runter. Hier ist ein Sicario. Sag mir wo. Du sollst es mir sagen. Gut. Okay, gut, gut. Hier kann ich nicht rein. Hier sind drei. Das ist blöd, dass da drei sind. Also an sich könnte ich die drei erschießen. Also relativ easy, aber ich habe Angst, dass die über uns das dann hören. Und da wir gerade im Haus sind. Könnte es sein, dass der Dude dann entfischt. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Sieht ja. Aus, als hätten wir sie auch. Genau, das habe ich gemeint. Wobei es seltsam war, dass... Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Oh, was ist das? Gras? Für mich riecht das ja nach Crack. Sagt, was ihr wollt, aber La Plaga weiß, wie man eine Abschiedsparty schmeißt. Das ist ein Zivilist! Pass gefälligst auf! Hä? Das war kein Zivilist. Kontakt! Vor der Hacienda! Und wo habe ich jetzt einen Zivilist getötet? Wo sind die jetzt hin? Ah, Mann. Ah, Scheiße nochmal. Dass sie immer so lange die Waffen wechselt, ne? Tango, bei der Hacienda. Das war ja alles andere als gut. Thank you.
Was ist das denn hier? Bei mir sammeln. Ich sehe La Plaga. Schnappen wir ihn. Also töten oder schnappen? Ihr Leutnant verpisst sich. Ein Tunnel. Ich höre Motorenlärm. Tango, ich fahre das Motorrad. Weg hier. Wir treffen uns da. Alter. Der Dreckskerl entkommt uns nicht, verstanden? Ja, ich kann kein Motorrad fahren, Entschuldigung. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ja. Schauen wir uns das nächste Mal nochmal an. Ich werde dann so cutten, dass wir genau wieder vor dem Haus anfangen. Gut, sorry dafür. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.